Freie Wähler, liebe Bürgerinnen und Bürger, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, ein großer Tag für die Freien Wähler und ein guter Tag für Bayern. Wir sind mit einem deutlich zweistelligen Ergebnis im Landtag wieder dabei. Jetzt ist die Frage, sind wir dritt, sind wir viertstärkste? Zumindest unterm Strich wird es für eine bürgerliche Koalition reichen. Das war seit Monaten unser Ziel. Wir haben immer gesagt, wir wollen Bayern davor bewahren, dass irgendwelchen schwarz-grünen oder sonstigen Spielchen hier Einzug halten. Wir hoffen ja, dass die Radikalen nicht zu stark sind. Sie sind zu stark, aber es war noch Schlimmeres befürchtet. Wir haben hier, glaube ich, auch einen Erdrutsch hin zu falschen Parteien verhindert. Jetzt ist nur die große Frage, kommt die FDP rein, kommt sie nicht rein? Ist aber am Ende jetzt nicht mehr entscheidend. Ich glaube, das Signal ist ganz klar, die Wähler in Bayern wollen eine bürgerlich vernünftige Partei, wollen eine bürgerlich vernünftige Regierung. Deshalb haben wir zugelegt, obwohl irgendwo ein großer Konkurrenzkampf in diesem bürgerlichen Lager war, aber wir haben tolle Leute, wir haben euch, wir haben sie, sie sind Teil dieses Erfolges, ihr habt uns dorthin getragen, wo wir heute sind. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Danke, dass ihr in den letzten Wochen, Monaten und Jahren ja diesen Karren gezogen habt. Es war nicht immer einfach, es war viel öffentlicher Gegenwind. Wir wurden vielleicht auch nicht so beachtet, wie wir es gerne gehabt hätten. Andere haben oft die Talkshows besucht, wir haben zu Hause die Arbeit leisten müssen. Aber der Bürger hat erkannt, wir sind ehrliche Leute, wir sind vernünftige Leute, die die Themen anfassen. Und das soll jetzt auch die Richtschnur für eine bayerische Landespolitik werden. Wir wollen die Alltagsprobleme der Bürger aufgreifen, wollen das Vertrauen der Bürger in die Politik zurückholen. Und daran krankt es ja, dass viele Bürger sagen, ihre Alltagsprobleme sind nicht gelöst. Als ganz kleines Beispiel, heute bei der Wahlabgabe hat mir ein Wahlhelfer gesagt, bei mir zu Hause im Wahllokal, seit 11 Tagen ist das Telefonkabel abgerissen. 11 Tage lang hat es ein großer Konzern hier nicht geschafft, dieses Kabel zu flicken, sodass das Dorf wieder telefonieren kann. Also das halbe Dorf ist lahmgelegt seit 11 Tagen, das nicht im östlichen Russland hinter Sibirien, sondern mitten in Bayern. Meine Damen und Herren, das sind Themen, die wir lösen müssen, bevor wir große ideologische Debatten führen, die ich jetzt natürlich zum gewissen Teil im Landtag befürchte, aber wir werden hier nicht über jedes Stöckchen springen. Unser Stöckchen heißt nur, was sind die Themen der Leute, was sind die Alltagsprobleme der Leute, wir sind Lobbyist der Bürger. Dafür wurden wir gewählt und dafür würden wir gerne weiterarbeiten. Ich danke auch all meinen Kollegen aus der Fraktion für die große Rückendeckung in den letzten Jahren und vom Landesvorstand, es sind auch Vertreter der bundesfreien Wähler da, herzlich willkommen auch in die anderen Bundesländer, packt es auch an, macht es wie die Bayern, schaut, dass in den Landtag reinkommen. Wir wollen in jedem Landtag vertreten sein, wir wollen irgendwann auch in der Bundespolitik ankommen, denn wir sind die richtige Alternative, wir brauchen keine Scheinalternativen, wir brauchen vernünftige Leute da drin, danach ja, sehen sich der Bürger, wir müssen liefern, wir müssen die Themen auf der Straße aufgreifen, müssen sie in den politischen Prozess einspeisen und müssen Themen lösen, müssen auch Visionen haben. Und meine Vision ist durchaus eine Gesellschaft, wo jeder Einzelne sich wieder besser mitgenommen fühlt, wo wir mehr mit direkter Demokratie, mehr auch mit den auf die Bürger zu hören regieren, wo wir nicht sagen, diese Regionen interessieren uns nicht oder diese Berufs- oder Gesellschaftsgruppe interessiert uns nicht. Wir müssen uns weit runterbeugen, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen, müssen das Land stärken, um die Städte zu entlasten, müssen im Bereich der Bildungspolitik, des Mittelstands, der Landwirtschaft, der inneren Sicherheit überall nur den gesunden Menschenverstand walten lassen. Und deshalb hoffe ich, ja, dass nicht ideologische Parteien jetzt ab 14. Oktober ja, die Koalitionsgespräche führen, sondern ruf auch den Herrn Ministerpräsidenten, der es derzeit ist, vielleicht auch bleiben wird, Herrn Söder auf, mit den Freien Wählern schnell in Gespräche einzutreten. Heute Nacht noch vor den Fernsehkameras zu erklären, Spielchen zu unterlassen, uns vielleicht gegen die Grünen ausspielen zu wollen und zu sagen, wie bekommen wir am billigsten jemand an die Angel, da spielen wir nicht mit. Wir haben immer klar gesagt, wir wollen bürgerlich,
Dasselbe Signal erwarte ich jetzt von der anderen Seite. Unsere Themen sind ebenfalls klar, sie sind auch umsetzbar, wenn wir sagen, die kostenfreie Kita, wenn wir sagen, die nächsten Jahre und natürlich auch für die Zukunft keine Schließung von Krankenhäusern und Geburtskliniken, wenn wir sagen, keine dritte Staatsbahn, weil wir die weder brauchen noch wollen. Wenn wir sagen, bei den Straßenausbaubeiträgen nachzubessern und dieses erste Schließungsthema endlich abzuräumen. Wenn wir sagen, im Bereich der inneren Sicherheit geltendes Recht anzuwenden. Wenn wir sagen, der Landwirtschaft mit mehr Direktvermarktung und weniger Bürokratie wieder eine Zukunftsvision zu geben. Wenn wir sagen, jedes Dorf draußen ans schnelle Internet ran, meine Damen und Herren, dann ist es sehr viel einfacher zu bewerkstelligen, als im Weltraum Nummer 1 zu sein. Wir wollen zunächst mal die Probleme der Bürger. Wir wollen die Probleme der Bürger lösen. Wir wollen das Jenseits ja, dem lieben Gott überlassen. Und auch das traue ich mir heute an dieser Stelle zu sagen. Wir stehen zu einer christlichen, abendländischen Kultur hier in Bayern. Wir lassen keine Debatten über Kreuze zu, wenn andere schon gesagt haben, die Kreuze müssen wieder abgehängt werden. Wir sagen, schlimm genug, dass man 60 Jahre CSU gebraucht hat und dann erst kurz vor der Wahl die Kreuze aufgehängt hat. Wir sind froh, dass dieses Land eine christliche Tradition hat, wollen das weiterführen, ohne das als Wahlkampfschlager zu missbrauchen oder vor uns herzutragen, ungeniert mit diesen Themen umzugehen, unsere Heimat Bayern weiterzuentwickeln, die Energiewende wieder aufs Gleis zu bringen, im Bereich der ärztlichen Versorgung draußen die Themen zu bringen. Das sind doch Dinge, ja, die nicht vom Jenseits sind, die vom Diesseits sind. Und ich bin überzeugt, wir brauchen hier nicht sehr viel mehr tun. Der Bürger will eine ordentliche, seriöse Politik. Der will sich zu Hause um seinen Arbeitsplatz kümmern können und um seine Familie und nicht jeden Tag aus den Medien irgendwelche Hiobsbotschaften und Hirnrissigkeiten lesen, was sich denn die Politik wieder hat einfallen lassen. Also wir stehen wie die letzten Jahrzehnte für gesunden Menschenverstand. Es sind viele Kommunalpolitiker, es sind einige Landräte heute unter uns. Ich freue mich, dass die uns hier den Rücken stärken und das muss jetzt auch unsere Kraft werden draußen. Wir haben so viele Bürgermeister wie fast keine Partei neben der CSU, deutlich mehr als alle anderen miteinander und ich wünsche mir auch, liebe Medienvertreter, dass ihr uns endlich ernst genug nehmt, dass ihr nicht immer die Show mit anderen macht, die nichts zu bieten haben, sondern schaut doch auch mal auf die, die ehrlich gearbeitet haben seit 40 Jahren und nicht die, die hier... den dümmsten Spruch, der von irgendeiner Parteizentrale, einer komischen Partei, wohl formuliert, wohl präpariert, irgendwo in Ostdeutschland abgesetzt wird und dann bei uns rauf und runter gekaut wird. Tragt diese Politik bitte mit, helft uns, die Themen der Leute zu transportieren und zu diskutieren, nicht ideologische Debatten, die zu nichts führen, außer zu noch mehr Frust. Also wir sind bereit, dieser neuen bayerischen Regierung einen vernünftigen Geist einzuhauchen. Wir haben die Leute dazu, wir haben das Programm dazu und ab morgen früh geht's los. Vielen Dank.